Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unreal. Unreal. Denn jetzt reden wir erstmal mit Sektor Commander. Sie haben gute Arbeit geleistet, John. Lassen Sie mich die Vorgeschichte erklären. Vor etwa einem Jahr entdeckte Axon zwei der Artefakte und errichtete Laboratorien auf Hell und Janus, um sie zu untersuchen. Was bewirken diese Dinger? Niemand weiß es. Wir wissen nur, dass sie praktisch unzerstörbar sind und eine rätselhafte Energie ausstrahlen. Energie? Wie viele sind es? 7. Seit Millionen Jahren auf verschiedenen Planeten begraben. Leider haben die Izanagi und die Liandri Wind davon bekommen und sich selbst auf die Suche nach ihnen begeben. Welche Rolle spielen die Scar? Sie wissen, dass wir sie haben wollen, also wollen sie auch. Und was kommt jetzt? Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen, John. General Drexler erklärt ihr Schiff vorübergehend zur Marines-Korvette. Von nun an bekommen sie und ihre Crew bis auf weiteres ihren früheren Dienstraum zurück. Wird es von Dauer sein? Vielleicht. Auch ich bin zu den Marines abgeordnet worden. Sie werden ihren Befehl von mir erhalten. Danach gehe ich zurück zu TKB, aber für sie könnte es von Dauer sein. Ich habe Aida bereits ihre nächste Aufgabe erklärt. Viel Glück, John, und gute Jagd. Ja, dann macht man eine Jagd auf die Kirsche und auf den Mofa-Fahrer hier. Boah. Da ist man mal ruhig, dann kommt so ein Scheiß. Na ja, komm. Ja. Analyse. Was passiert Ihrer Meinung nach? Ich kenne Drexler. Er ist heimtückisch. Trauen Sie ihm nicht. Man muss irgendjemandem trauen, Aida. So funktioniert das System nun mal. Sonst bricht alles auseinander. Mann, was reden Sie denn da? Wir sprechen hier vom Militär. Trotzdem kommt es letztlich immer auf die Menschen an. Hat jemand die Glyphen auf den Artefakten entziffert? Weiß nicht. Aber ich wette, Sie versuchen es. Ich bin also wirklich wieder dabei. Nicht zu früh freuen. Wenn das auf Dauer ist, fress ich einen Besen. Ich will meinen alten Rang nicht zurück und Isaac verdient seinen nicht. Drexler benutzt sie bloß, John. Was können Sie mir über Asheron sagen? Acheron ist der seltsamste Planet im Sektor. Eine T-Klasse-Welt, die den Stern NC-867 umkreist. Interessanterweise ist seine Oberfläche von einem gigantischen Organismus bedeckt, der Atemröhren so groß wie U-Bahn-Tunnel und Sporen so groß wie Raumschiffe hat. Die Izanagi Corporation versucht, dieses Lebewesen methodisch auszurotten, während sie den Planeten terraformen. Sie bauten einen Ring aus chemischen Reaktoren, um eine erdähnliche Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre zu erzeugen. Der Organismus verträgt das nicht so gut. Hier einige Bilder von einer Marine-Sonde. Ach, da. Ach. Schön. Boah, geil. Cool, darf ich jetzt ein Bild zeigen? Das ist viel interessanter, guck mal. Charakter. Vor Tagen stoppten alle Terraform-Projekte und die Izanagi-Truppen zogen sich auf einen Standort zurück. Wir glauben, sie haben ein Artefakt gefunden und wollen es abtransportieren. Wir schleichen uns einen Tag vor einer Marines-Kampftruppe ein und sollen lediglich Informationen sammeln. Nicht so nah rangehen, dass sie entdeckt werden. Nicht in Kampfhandlungen verwickeln lassen. Die Station wird von den Izanagi-Geisterkriegern bewacht, die uns überhaupt nicht mögen. Ihr Schiff landet ungefähr hier. Da, unten bei dem komischen Ding da. Diese Straße führt zur Forschungseinrichtung. Aha. Von da an sind sie auf sich selbst gestellt. Aha. Seien Sie vorsichtig, John. Ich habe Isaac gebeten, Ihnen meine Pistole Grace zu geben. Sie hat viel mit mir zusammen durchgemacht und mir ist wohler, wenn Sie sie bei sich haben. Isaac ist bereit und Neban hat einige Fragen. Er dürfte auf der Brücke sein, falls Sie noch nicht mit ihm gesprochen haben. Viel Glück. Ja, dass man eine recht textvolle Folge
Ich bin sehr verwirrt. Weshalb sind Sie verwirrt? All diese Corporations, Söldnertruppen und Außerirdischen. Ich vermische sie. Ist schwierig, da die Übersicht zu behalten, nicht wahr? Okay, ich erzähle Ihnen ein bisschen was über Sie. Ja, und bla bla bla. Fertig. Nee, sorry. Oder sollen wir? Ja, komm. Im Zuge der Erschließung dieses Sektors gründen verschiedene Corporations Kolonien auf unbewohnten Planeten. Dort errichten sie Urlaubszentren, bauen exotisches Erz ab oder betreiben Terraforming. Wir von der Terranischen Kolonialbehörde sorgen im interstellaren Raum für Ruhe und Ordnung. Die Corporations nehmen sich eine Menge heraus und heuern Söldner an, um ihren Willen durchzusetzen. Wir sind oft damit beschäftigt, Zivilisten gegen Söldner zu verteidigen, die für die gleiche Corporation arbeiten. Wenn wir eine Situation alleine nicht bewältigen können, holen wir die Marines. Exxon unterstützt uns. Dieses Privatunternehmen arbeitet eng mit dem Militär zusammen, um neue Waffen zu entwickeln. Die Liandry Corporation ist ein Schwerindustrie- und Bergbaukonzern, der auf Dutzenden von Planeten präsent ist. Sie verteidigen ihre Interessen mit Hilfe einer Armee von genetisch manipulierten Kriegerinnen, die von Geburt an zum Kämpfen trainiert wurden. Die Liandry-Engel sind kalt, gefühllos und höchst effizient. Sie gehören zur Elite industriell gefertigter Söldnertruppen. Aha. Die Izanagi sind ein Konzern mit breiter Basis, nach dem Modell des japanischen Kairetsu. Sie machen mit allem Geschäfte, was Profit abwirft, und haben zu ihrem Schutz einen Elitekorps von Söldnern angeheuert, die ihnen treu ergeben sind und sich Geisterkrieger nennen. Was dieses japanische Dingens da war, keine Ahnung, hab's vergessen, fragt mich bitte nicht, ich weiß es nicht. Die Scar sind eine machthungrige Rasse, die versuchen in diesem Raumsektor Fuß zu fassen. Ihre Gesellschaft ist in Stämmen organisiert, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Doch in letzter Zeit haben die verschiedenen Clans der Scar merkwürdigerweise häufig kooperiert. Und das kann nur Ärger bedeuten. Ihre Krieger sind äußerst eigenständige, intelligente und sehr gefährliche Kämpfer. Oh, wie viel ist denn das, ey? Die Izarianer sind psychisch kranke Aliens, die ihr Leben dem Kampf gewidmet haben. Sie hatten einen kleinen Raumsektor erobert und ein paar unbedeutende Rassen unterworfen. Dann trafen sie auf die Scar und wurden selbst zu Sklaven. Aufgrund ihrer Sadomaso-Neigung macht ihnen das wohl nichts aus. Mhm. Ah ja. Schwul. Die Kai sind eine alte, halbnomadische Rasse, die von Planet zu Planet zieht und sich sehr für Archäologie, Folklore und alte örtliche Traditionen interessiert. Sie halten sich aber im Hintergrund und leben davon, niedere Arbeiten zu verrichten, wo auch immer sie hingehen. Sie gelten nicht als aggressiv und sind auch nicht auf Hell heimisch. Diese Wesen wurden wohl importiert und in die Labore gebracht, wo sie unter dem Einfluss des Energiestrahls und des Artefakts mutierten. So. Endlich fertig hier. Aber boah. Was ist denn los, Boss? Ich hatte gerade den Sektor-Commander an der Strippe. Wir bekommen unsere militärischen Ränge zurück. Nein, ich weiß nicht, John. Das letzte Mal, als ich eine Uniform anhatte, ist's nicht so toll gelaufen. Fragen Sie Aida. Das ist jetzt lange her, Isaac. Sie haben sich verändert. Dieses Mal machen Sie es besser. Mal sehen. Was wissen Sie über die Geisterkrieger? Durchtrainiert. Manche leben nach dem alten Kodex der Samurai. Manche sind nur wegen der Action dabei. Sie sind also bereit für ein paar neue Waffen? Nein, bin ich nicht. Ich lasse das heute mal aus. Überraschen Sie mich. Ihre Entscheidung. Oh, ich will jetzt endlich die Mission starten. Nicht hier nur Text verprappeln. Boah. Ich guck mal grad, wie lang das war.